Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Und ich glaube, wir werden uns jetzt von Mama und Schwester und Paola verabschieden und dann erstmal Florenz verlassen, um zu unserem Onkel Mario zu reisen, wie Ezio schon gesagt hat. Willkommen zurück, Ezio. Wart ihr erfolgreich? Unsere Bekanntheit ist ja jetzt niedrig genug. Andere wollen bekannt werden, wir wollen unbekannt werden. Ezio! Sie wollten uns nicht gehen lassen. Und Mutter, ach, sie hat kein Wort gesprochen, seit wir das Haus verließen. Vater wird einiges klären müssen. Wo ist Vater? Und Federico? Und Petruccio? Hä? Es ist. Und was hast du da überhaupt an? Passiert. Was meinst du? Nein, unmöglich. Claudia. No, 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 no. Ich tat alles, was ich konnte, Piccina. Hör zu, jetzt ist nur wichtig, dass wir uns in Sicherheit bringen. Aber dafür musst du dich zusammenreißen. Verstehst du? Gut. Passt du für mich auf Mutter auf? Es wird auch nicht lange sein. Dann sind wir bereit. Nochmals danke für alles. Passt auf, Ezio. Oh, wofür war der denn? Bleibt wachsam. Ich glaube, euer Weg wird ein langer sein. Arrivederci. Maria und Claudia aus Florenz bis zur Villa Auditore in Monte Rigioni eskortieren. Gerne. Los geht's. Steuerung von Verbindungen. Drücken Sie auf, um verbindende Befehle warten und folgen zu erteilen. Wartet. Hier lang. So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen dorthin. Das heißt. Oh. Aller Wohler hat große Taten er vollbracht, er ließ die bösen Bitterzahlen, hat Gerechtigkeit gebracht. Was? Anhalten. Zieh nicht blutlos weiter, siehst du den Helden in der Stadt, denn im Kampf gegen das Böse hat alle Trümpfe er im Blatt. Können wir. Düstern Obrigkeiten, leeren Worten, harten Zeiten, ein rechtes Ende zu bereiten, ist gekommen, eher zu. Geld! 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 Oh ja, Geld! Bleib dran! Geld! Oh ja, Geld! Geld! Mach dich aus dem Staub! Halt, Capito! Ich habe in einer Viertelstunde einen Termin. Soll ich jemand eure Lektion? Nein, ich will nicht Geld werfen! Oh, nein, 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 nein! Was? Warum kaufen? Warum greifen die Frauen an? Sanftes Erhängen, partielle Freude und wenig Meditation. Zuerst. Gib nicht auf! Hier stehen Leben auf dem Spiel! Hallo? Kannst du mal aufhören, die Frauen anzugreifen? Seguimi. So, können wir hier durch? Nein. Da können wir. Warum? Oh.
Ja, ich sag ja, die Steuerung, die ist teilweise doch etwas komisch. Da vorne laufen wir die Patrouille, oben ist ein Bogenschütze wahrscheinlich. Und hier durch, ja. Maria Auditora, Datenbank-Zigarre, Zigarren. Geburtstag 1432, Beruf Schriftstellerin. Ah, Lydia, ich werde diese Wände, die mich umgeben, überdrüssig und die Gefahrlosigkeit langweilig. Jetzt ist es an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Ich werde dort hinausgehen und sehen, wie mein Leben in Wirklichkeit ist. Maria schrieb diese Worte im Alter von 16 Jahren, eine Woche bevor sie Giovanni Auditore traf. Maria, die in die mächtige Bankiersfamilie Mozzi hineingeboren wurde, ist aufgrund ihrer mehrbändigen Tagebücher eine der berühmtesten historischen Quellen der damaligen Epoche. Die Bücher wurden von mehreren namhaften Gelehrten übersetzt und sind in den Uffizien in Florenz ausgestellt. Mit Hilfe der finanziellen Mittel ihrer Eltern eröffnete Maria eine Bäckerei im Innenhof ihres Familienpalazzos. Sie verwandelte ihn in einen künstlerischen Ort der Zusammenkunft. Kurz war es auch, wo sie einen Mann mit solcher Überzeugung traf, dass ich wie angewurzelt stehen blieb und meinen Blick nicht abwenden konnte. Dieser Mann war Giovanni Auditore. Maria und Giovanni heirateten im Jahr 1450. Marias Tagebucheinträge setzten sich noch über die nächsten Jahrzehnte hinweg hin fort. Sie beschreibt darin ihr Mäzenatentum verschiedener aufstehender Künstler sowie ihre Versuche als Mutter. Doch damit enden ihre Einträge abrupt zur großen Enttäuschung aller Historiker. So, ihr wartet hier. Ich werde dich vierteilen. Ganz Fleet, halte dich! Lass sie den Zorn Gottes zu. Eine Art Vorgeschmack, hm? Hinfort von mir! So, die sind hinüber. Mir nach. Papa. Ihr wartet da mal eben. Da müssen wir hin. Gold! Anschließend. Gold! Die Batterien? Babel! Che buona fortuna! Che buona fortuna! Si, oho! Hä? Sind wir nicht richtig? Mamma mia, Gold! Jetzt müssen wir mal da lang. Gold! Silber und Wasser! Was haben wir denn da? Silber und Wasser! Was haben wir denn da? Gold! Geld! Geld! Grazie! Okay, dann gehen wir halt hier lang. Nein, wir gehen. Bleibt hier. Folgt mir nach. Das ist schon besser. Da müssen wir hin. Wir gehen einfach hier lang. Da haben wir etwas Ablenkung. Reisen in der Karawane, Datenbankzugang. Du müsstest einen Platz in der Karawane kaufen können, um in eine andere Stadt zu reisen. Reisen zu Zeiten der Renaissance stellten nicht die übliche Qual dar wie heute. Stattdessen waren sie einfach furchterregend. Auf dem Land wimmelte es nur so vor Banditen, so dass die meisten Reisenden sich nur noch zu näheren in bewaffneten Gruppen, sogenannten Karawanen, fortbewegten. Besorgte Reisende versteckten Wertsachen und Gold für gewöhnlich in ihren Schuhsohlen oder legten es in das Futter ihrer Mäntel ein. Ab und an wurden Reiseführer, Vittorini genannt, damit beauftragt, die Strecke der Karawanen zu planen und Zimmer in Gasthäusern zu buchen. Doch diese Typen steckten oft mit den Banditen unter einer Decke, genau wie die Reisebüros heutzutage. Och pfui, so schlimm sind Reisebüros glaube ich auch nicht, oder?
Kurtisan. Diese Mädchen kann man sicher mieten. Ich wette, du könntest sie als bewegliches Versteck nutzen. Versuch doch mal, störende Wachen von ihnen ablenken zu lassen. Die Prostitution war eine der häufigsten Professionen für Frauen der Renaissance, da die anderen Optionen meist nur darin bestanden, bei der Familie zu bleiben oder im Kloster zu leben. Oha, Kloster. Die italienische Gesellschaft unterstützte zunächst die Prostitution und viele Bordelle wurden vom Staat reguliert. Zum Ende des 15. Jahrhunderts begannen einige Städte Gesetze gegen die Prostitution zu verabschieden, die Kurtisanen zwangen, eine bestimmte Kleidung zu tragen, um sich vor der respektierten Gesellschaft abzusondern. Hier sind noch ein paar Kurtisanen. Da auch. Da müssen wir hin. Koffer, Claudia und Maria. Ja, die sind noch da. Ich höre Geld. Was haben wir denn da? Ich bin ein Glücksbär. Okay, nächsten Checkpoint erreicht. Ich bin ein Glücksbär. Nein, und so ein großer Schwert. Ich höre Geld. Giovanni, welch schöne Überraschung. Ach, oh je, Mini. Ach, okay, wie lenken wir ab. Okay, okay. Ciao, hallo, mein Herr. Ich werde noch als alte Jungfrau sterben, wenn sich nicht bald jemand meiner erbarmt. Schnell weiter. Das hat uns zwar jetzt etwas Geld gekostet. Einen Moment. Los geht's. Das hat uns etwas viel Geld gekostet. Aber wir haben es sicher aus der Stadt heraus geschafft. Wie konnte uns das nur passieren? Ich weiß nicht. Nehmen wir die Kurtisanen einfach mit, oder? Wann können wir nach Hause? Ich weiß nicht. Euer Zuhause ist nicht mehr euer Zuhause. Da könnt ihr nicht mehr hin. Können wir nicht einfach irgendwie die Kurtisanen wieder entlassen? Also nicht, dass ich was dagegen habe, dass die jetzt hier mitlaufen, aber hier brauchen wir die ja nicht mehr. Was passiert mit unserem Haus? Ich weiß nicht. Es ist weg. Wurden sie... Hatten sie ein anständiges Begräbnis? Nein. Ja, hatten sie. Sie wurden verscharrt. Im nächsten Hinterhof. Arrivederci. Synchronisieren. Erinnerung synchronisiert, Sequenz 2 beendet. Der Baum ist verschwunden. Wo ist der Baum hin? Wo ist die Umgebung hin? Ah, wir sind jetzt im Animus. Okay. Ach, ich dachte, wir müssten vielleicht die Reise durchspielen bis nach Onkel Mario. Toskana, 1476. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen wirklich bis in die Toskana, bis zu Onkel Mario selber reisen. Wir sollten nah sein. Grazie a Dio. Maria und Claudia zur Villa Auditore in Monte Regione, Regioni eskortieren. Sehr gut. Ah, die haben jetzt auch wieder vollere Energie. Okay. Oh nein!
Buongiorno, Ezio. Wie kannst du Florenz verlassen, ohne dich richtig zu verabschieden? Ezio! Was willst du, Vieri? Oh, so viele Dinge. Einen größeren Palazzo, zwei neue Hengste, eine hübschere Braut. Oh, ach ja, und dein Leben. Mein Beileid für den Verlust deines Vaters und deiner Brüder. Was ist denn geschehen? Die Familie verteidigen. Wenn mir helfen kann. Ich habe wunderbare Dinge mit deiner Mutter und deiner Schwester vor. Oh, das hättest du nicht sagen dürfen. Das wird mir zu langweilig. Erledigt ihn und schont die Frauen nicht. Was ist das für ein Zauber? Keine Zauberei, Junge. Können. Zeigt euch jetzt. Wie du willst. Hier, benutzt das. Tötet sie. Tötet sie. Wer denn? Deine Gefolgsleute sind alle hin. Lauf, Jerry. Lauf, du feige Ratte. Wo sind die Frauen? Wo sind die Frauen? Okay, die Frauen sind in Sicherheit. Da kam ja die feige Ratte. Was? Ich schulde euch Dank. Behalte das Schwert, Ezio. Kenne ich euch von irgendwoher? Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Mario. Onkel Mario? Mario, sieh! Und wo ist Luigi? Ich hörte, was in Florenz passiert ist. Furchtbar. Komm. Bringen wir euch hier weg. Der Bruder Mario. Sicheres Geleit synchronisieren. Dann haben wir Mama und Claudia in Sicherheit gebracht. Ohne Onkel Mario hätten wir das nicht geschafft. Was haben wir hier noch? Da haben wir ein paar Gäule. Ja, cool. Oh, da werde ich noch eine Menge Spaß haben. Ich liebe es in Spielen, wenn man durch die Gegend reiten kann. Genauso wie ich das Angeln in Spielen liebe. So, was können wir hier kaufen? Hier können wir eine Passage nach San Marco zum Nordosttor. Zum Osttor und Leonardos Werkstatt buchen. Und da können wir nach San Gimignano, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, buchen. Machen wir aber jetzt nicht. Da wartet Onkel Mario. Vielleicht sehen wir auch gleich noch Luigi. Und vielleicht gibt es hier auch noch einen Bowser. Fährt, du bleibst da. Okay, aber wir gucken uns das hier erst an in der nächsten Folge. Bis dahin.